herzlich willkommen hier bei Spielen Spaß im Rathaus. Und wie ihr sehen könnt, haben wir Spaß. Bei Spiel und Spaß im Rathaus kann man voll viel machen. Was denn? Ja, voll viel. Und zwar Kartonhäuser basteln. Ich fahr schon mal los. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, in die Politik zu gehen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mich schon sehr früh interessiert für Politik in der Schule. Habe mich vor allem also für Geschichte sehr interessiert und über die Vorgänge, die es in einer Stadt gibt. Und von daher habe ich schon in der Schule begonnen, mich als Klassensprecher aufstellen zu lassen und habe die Interessen der Schülerinnen und Schüler vertreten. Und so bin ich langsam dann immer mehr in die Politik gekommen. Was machen Sie eigentlich als Bürgermeister? Also ich habe einen sehr langen Tag. Das beginnt in der Früh, meistens um 8 Uhr. Oft auch davor und geht bis spät am Abend. Und das sind ganz unterschiedliche Dinge. Also ich war heute zum Beispiel schon eine große Polizeistation eröffnen, auch mit Vorführungen und Polizeidiensthunden und habe dazwischen noch Interviews gehabt und habe mich jetzt schon sehr gefreut, die Gruppe hier zu treffen und gehe dann anschließend noch gemeinsam mit euch durch die Stadt, die errichtet worden ist, im Arkadenhof. Und so wird sich der Tag dann fortsetzen mit vielen Gesprächen hier im Büro, aber auch mit vielen Aktivitäten außerhalb des Rathauses, wo ich viele Menschen treffe und die Gelegenheit nütze, auch zu hören, was die Wienerinnen und Wiener sich erwarten von einem Bürgermeister. Und von daher freue ich mich sehr, dass ich heute so umfassenden, großen Besuch habe und wir auch dieses Gespräch führen können. Danke dafür. Okay. Wir gehen jetzt zur Frauen- und Wohnbaustadträtin Katrin Gahl. Kommt doch einfach mit, wenn ihr wollt. Hatten Sie viele Freunde in der Schule und haben Sie noch immer Kontakt zu denen? Ich habe einen ganz, ganz großen Freundeskreis und vor allem noch ganz viele Freunde aus meiner Schulzeit, weil ich schon damals, und es ist jetzt doch schon ein paar Jahre her, dass ich in die Schule gegangen bin, in einer ganztägigen Schule war. Das heißt, wir haben wirklich den ganzen Tag miteinander verbracht und dadurch sind sehr, sehr intensive Freundschaften geworden und wir treffen uns sicher, der große Kreis, 2 bis 3 Mal im Jahr und die engeren Freundinnen höre ich noch viel öfter und treffe ich auch noch öfter. Also ja, ich habe noch ganz viele Freunde aus der Schulzeit. Das kommt uns doch bekannt vor. Okay. Herzlichen Dank für das tolle Interview. Ich sage noch einmal Dankeschön für den Besuch und ihr habt es wirklich großartig gemacht. Vielen, vielen lieben Dank. Danke. Wir. Tanzen auf dem Dach, kommt der Mr. Chicken, tanzt sie alle flach. 1, 2, 3, los. Jetzt gibt es ein kurzes Gespräch mit Peter Hacker. Peter Hacker. Na, was machst du bei mir im Rathaus? Wir spielen und Spaß haben. Ja, das ist sehr wichtig. Und lernst ein bisschen das Rathaus kennen. Ja. Genau.
ist das Zentrum unserer Stadt. Das Rathaus gehört ja nicht mir oder dem Bürgermeister, das gehört ja uns allen. Und das ist das Haus, wo alle Wienerinnen und Wiener eigentlich zu Hause sein sollten. Und da finde ich das super cool, dass ihr da zu uns kommt und im Sommer euch ein bisschen das Rathaus anschaut. Das ist ein riesen Festsaal, den habt ihr sicher schon gesehen, oder? Wir gehen jetzt in die Wien-Bibliothek. Kommt mit! Was sind das für Bücher? Hier findet man die Rathauskorrespondenz. Ah, ich weiß schon. Die werden täglich gesammelt und monatlich zu einem Buch gebunden. Du Weiler, ich muss aufs Klo. Wir sind hier auf dem Dachboden des Rathauses auf dem Weg zum Depot der Bibliothek. Boah, das ist ja schon fast 300 Jahre alt. Das hat 516 Seiten. Und so viel geschrieben in Dateien. Eigentlich ein eigenes Amt für Kindergärten, wenn es schon so viele Kindergärten gibt? Ja, und ich bin auch dafür zuständig. Das heißt, ich bin der Politiker, ich bin nicht nur für die Schulen, sondern auch für die Kindergärten zuständig. Und es war eine gute Frage, es gibt ein eigenes Amt, das heißt in Wien Magistratsabteilung. Wir haben eine Magistratsabteilung 10, die ist zuständig für alle städtischen Kindergärten. Und wir haben eine Magistratsabteilung 11, die ist zuständig für die Kontrolle der Kindergärten. Welche Hobbys haben Sie eigentlich? Ich tue gerne Fußball spielen. Ich spiele gerne Squash. Kennst du Squash? Das ist sowas wie Tennis. Ja. Sowas Ähnliches. Ja. Ähnlich wie Tennis. Und ich spiele gerne Brettspiele mit anderen. Also gibt es so Strategie-Brettspiele und manchmal auch Computerspiele. Hallo, bei welcher Station warst du schon? Ich war schon bei den Go-Karts und beim Basteln. Und was hat dir bei den Stationen am besten gefallen? Also beim Go-Kart-Fahren hat mir am meisten gefallen, dass man so lange fahren durfte, wie man wollte. Und ja, beim Basteln hat mir am besten gefallen, dass man so viel anmalen konnte und dass also die Kinder so viel malen durften, wie sie wollten. Also so viele Sachen basteln konnten, wie sie wollten. Okay, danke. Das war Spiel und Spaß im Rathaus 2022.